Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Railroad. Heute sind wir am Kopenhagen Central Bahnhof. Und das Spezielle bei dem Bahnhof ist, wir haben eine Teilautomatisierung, also vor allem hier oben. Und den Rest machen wir händisch. 111 Züge, Stunde, 13 Minuten soll es gehen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich würde sagen, wir lassen die Zeit mal laufen. Es ist kurz nach 7. Passt tatsächlich zu der Uhrzeit jetzt gerade. Wir haben hier einen Zug. Der möchte einmal hier rein. Nach Kopenhagen. UBDB Gleis 1. Das ist hier unten. Dann kannst du da schon mal hier reinfahren. So. Und ich mache mal ganz kurz Pause. Hier oben steht auch noch: Mit Saison ausgestattete Bahnsteige benötigen keine manuelle Bedienung. Und das gleiche nochmal auf Englisch, Chinesisch und so weiter. Sprich, der Zug hier, um den müssen wir uns nicht kümmern. Hier, glaube ich, werde ich mal sagen, Autoset, das glaube ich bei mittlerer Maustaste. So. Den müssen wir uns nicht kümmern. Hier werden wir auch automatisches Signal machen, dass es durchfahrt. Jetzt, wo ich hier gesagt habe, dass hier automatisch Züge reinfahren dürfen, das werde ich auch da oben machen. Ach, das habe ich eh schon. Gut, müssen wir einfach aufpassen, mal ab da müssen wir die Züge dann manuell in den Kopenhagener Bahnhof reinbringen. Der fährt auf Gleis 4, das ist schon drin. Sehr gut. Ah, und die nächsten, jetzt wird es voll hier. Auf Gleis 12. Bitteschön. Sonst noch einer? Er kommt jetzt hier angerauscht. Er muss auf Gleis 3. Gleis 3 ist hier unten. Aber es macht Sinn, dass du so fährst. Also die ganzen Gleise sind hier alles manuell. Die da oben, die 2 zumindest sind automatisch. Oben wieder manuell. Und da geht es wieder automatisch weiter. Also wie quasi so eine Art SBL. Gut. Ja, nee, da müssen wir jetzt nichts machen. Perfekt. Bei ihm auch nicht. Dann würde ich sagen, werden wir mit der Zeit mal ein bisschen vorspulen. Ja, kommt schon der nächste. Bis auf Gleis 8. Das ist hier oben. Bitte schön, einmal rein hier. Sonst noch einen übersehen? Nee. Wo fährst denn du denn auch hin? Der fährt noch. Ich kann sich aussprechen, nach da. Zitele. War der schon mal eingestellt? Und du fährst nach Kostrup. Ah, Kastrup. Entschuldigung, das ist hier unten. Wie fährst du am doofsten? Ich hätte mal gesagt. So, dann machst du jetzt hier zwar deinen Schlenker, aber ich denke, das passt. Da kommt der nächste. Und auch da. Oh, jetzt wird es kuschelig hier. Du bist auf Gleis 11. Kannst du haben. Noch einer? Ne, das passt. Du fährst auf Gleis 10 ein. Fährst dann automatisch weiter. Perfekt. Wo willst du hin? Der will nach Valby 2. Ist das? Ach, das ist das hier. Okay, das heißt, du fährst noch da und dann bist du nicht mehr mein Problem. Okay. Ja, sehr easy going. Oh, warte mal. Der Zug da. Er muss nach hier hin. Bitteschön. Und du fährst da auf Gleis 4 da hinten. Kann ich dir auch schon mal einstellen. Sehr gut. Ja, läuft. Ja, da kriegen wir ja das ja locker flockig hin. Mit den 100 Zügen da. Auf Gleis 12. Gleis 6 bei dir. Einmal hier Runde. Da war jetzt natürlich auch noch ein Sensor praktisch, ne?
was er das automatisch macht, aber dann wäre es ein bisschen zu sehr automatisiert hier. So, das kann weg. Bin ich nur gespannt. Ist auf das Signal, okay. So, der fährt dann auch auf Nürburte 1 hier. Ist der Zug, ist der andere Zug. Da können wir den eigentlich auch schon mal voreinstellen, weil er der nächste ist. Junge, du fährst dann nach Kastrup darunter. 7.16, ich glaube, das kann ich dann schon mal machen. Du fährst einmal da runter, machst das gleiche wie der hier und tschüss. So, der ist auf dem Weg. Aha, der will auf Gleis 3 dann runterfahren. Interessant. Dann fährst du so und so und fährt dann weiter nach Sitar irgendwas. Nach dahin. Warum noch ein Gleis? Achso, ja, weil er natürlich hier runterfahren muss. Macht schon Sinn. Wieso hast du Verspätung? Du bist doch jetzt voll automatisiert gefahren. Gleis 11. Oh, der nächste von da hinten. Bin auf Gleis 4. Hier oben. Würde ich sagen, komm mal so. Wärst du dann weiter auf Rot? Ja. Könnte eigentlich eh nicht anders. Außer er geht mal in die andere Richtung. Gut, dann sind alle Züge fürs Erste bedient. Oder auch nicht. Gleis 8. Bitte schön. Gleis 1 wieder. Wird dann auch auf Rot weiter. Hier hat man jetzt noch gar keinen Zug. Und aus dem Depot ist auch noch nichts gekommen. So, der fährt auch auf die 3. Komm, lass mich die Fahrstraße einstellen. Einmal so, einmal so. Und tschüss. Das wäre bestimmt auch ein interessanter Bahnhof. Für TD2, aber für das kommt ein bisschen viel Anschlüsse hier. Oh, dabei ist so richtig Chaos. Der ist auch verspätet. Ah ja, okay. Die Zeit vielleicht nicht ganz. Gleis 11. Hat noch einer irgendwo gebummelt? Wo bist du? Kopenhagen, Gleis 3. Bitteschön. Ach, die fahren sich da ein bisschen auf. Ist ein bisschen sehr eng getaktet hier. Bei 7 kannst du haben. Oh shit. Immer noch. Ja, gut, da steht jetzt noch fast 10 Minuten. Um den müssen wir uns erstmal nicht kümmern. Außer, dass er mir hier das Gleis belegt, was ich toll finde. Okay. Bitteschön, der fährt in 4 Minuten.
Eventuell fährt der noch davor. So, der will auf Gleis 4. Du bist doch nicht gleich auf Gleis 12. Naja, gut, mit Gleis 4 kann er einfach geradeaus fahren. Södli. Und auch der hat Verspätung. 7,18. Ja, gut. Verspätung ist relativ ein paar Sekunden. In Japan wäre es ein Weltuntergang. Ja, auch da. 23 Sekunden. Der ist on time. So, vorspulen. Einer für die 12 hier wieder. Alles klar. Oh, du bleibst aber nicht so lang stehen. Volvi 2. Das ist das Gleis hier oben. Oh, da kommt das aus dem Depot endlich. Gleis 26. Okay. Und 26 machen wir dann eine Drehung, gehen nach da hinten, wo jetzt auch ein Zug kommt. Gleis 2. Gleis 2. Ach, das geht dann da weiter. Okay. Einmal Gleis 6 bei dir. Oh, du kannst hier dann auch mal nach da oben fahren. Komm, mach Platz. Dankeschön. Gleis 5 für den. So, Gleis 5. Ja, das muss nach oben fahren. Wie wird das? Oh, der macht einen mega Umweg. So, bitteschön. Intercity 393. Einmal wenden. 7,26. Dann habe ich da noch ein bisschen Zeit bezüglich der Fahrstraße hier. Oh shit. Was auf 4. Oder? Ja. 11. Perfekt, ich komme hier rein. Jetzt fährt dann er hier auch dann gleich mal los. Soll sich ausgeben, bevor er hier ausfährt. Und der fährt auch nach Kastrup. So, der Kandidat geht dann auf 3. Können wir auch schon mal einstellen. Perfekt. Was? Wer ist da verrot? Was ist es? Wo fährst denn du hin? Elvadare. Wo ist denn das? Ach, das ist da oben. So, bitteschön. Einmal Gleis 12. Das heißt, du musst wenden. Der Kollege fährt hier hin. Also mit der Verspätung, da kann ich ja tatsächlich mal nichts dafür. Schade.
Wird jetzt nur spannend hier mit der Ausfahrt. So, er ist auch auf dem Weg. Sehr geil. Hinten kommt erstmal nix. Ich glaube, für dich können wir auch schon mal die Vorstraße geben. Wir müssen es voreinstellen. Super, Jungen, gib Gas. In der City muss ich rausfahren. Du fährst dann hier so gerade. Dass du dann nicht mehr mein Problem bist. Du hier oben fährst vermutlich wieder. Nee, der fährt auf die 3. Gut, App mal eingestellt. So, und dann haben wir für ihn Castro. Ich glaube, ich warte erstmal, bis der Intercity seine Vorstraße hat. Bevor der da reinfunkt. Und für dich. Hä, wie kommst denn du da rauf? Ach so, über die Verbindung. Okay. Fährst du hin, der fährt dann auf die 4. Alles klar. Haha, knappe Geschichte da. 30 Sekunden. Junge, gib Gas. Perfekt. Also, dann machen wir die Vorstraße für den. Er fährt dann hier nach unten. Sagen Sie von. Fährt dann hier so. Mhm. Wo kommt einer? Ach, von Dauer. Wieder einer, der für Gleis 1 fährt. Oh, interessant. Der fährt nach Velby wieder retour. Hier kann man jetzt auch einstellen. Einmal so, einmal so. Dankeschön. Bremst der da? Das ist aber ganz schön langsam hier mit 40. Moment, wo bist du hier? Ah, 12. Okay. Bitte schön. Gut. Der da oben ist unterwegs. So, der andere fährt dann hier so. Das ist halt eine irgendwie mega schräge Verbindung hier. Aber macht vermutlich optisch halt so am meisten Sinn. I guess. Ich weiß nicht, ob das ein Depot ist oder ob das wirklich so eine Strecke ist, die da dann irgendwie verschwindet. Hm. Kenn den Bahnhof halt nicht. Na, da kommt wieder was. Für die 4. Was für die 4? Okay. Und für die 3. Fahren wir dann hier so und dann rein in die 3.
Also die von den Tasks her ist es halt schon sehr wiederholend, bis auf, wenn halt von da unten mal ein bisschen was passiert, wenn der Intercity kommt oder diese Manöver nach da oben. Aber gut, hohe Kritik. Weil das hier ganze Zeit manuell zu machen, ja, da wäre es ja dann Kiri. Also es ist schon ganz gut, dass das da oben automatisiert ist. So, einmal rein in die 11. Fährt auf die 4. Gebe ich dir jetzt auch schon mal. Der Kollege fährt ebenfalls auf die 4. Hä? Achso. Ach, deswegen. Ich glaube, die fahren zu dicht. Dann bremsen sie halt runter. Und geben dann halt wieder Gas. Ja, wegen dem vorherigen. Vielleicht ein bisschen Optimation notwendig hier. Mit den Fahrten da. Aber gut, es ist halt echt gering. So, Volvi, 6 Minuten, 3 Minuten. Dann fährst du nach da. So, eine Automatisierung. Du fährst einmal so. Dankeschön. Sekunden, ansonsten habe ich nichts mehr zu tun. Okay, vorspulen. Auf die 6, das bekommst du. Bitteschön. Ich weiß nicht, das da oben, glaube ich, hätte man noch voll automatisieren können. Aber da das zuweisen. Eigentlich wäre es mal witzig, so einen vollautomatisierten Bahnhof zu haben. Und dann musst du bei dem irgendwie Sonderfahrten machen oder Manöver. Oder dann teilweise die Automatisierung aufheben musst. Das, glaube ich, wäre noch irgendwie interessant. Wie kommst du eigentlich? Nach da oben. Habe ich bei dir einen Fehler gemacht? Hier Gleis 4. Oh, aber da habe ich einen Fehler gemacht. Auf die 4. Jetzt aber ernsthaft mal, wie kommst du da hoch? Ja, ich muss ihn dann so schicken, da wird diese komische Tunnelverbindung da. So, wird einer für Castro hier unten. So, komm wieder rein. Auf die 11. Schön. Wo fährst du hin? Der fährt auf die 3. Und einmal für Gleis 2 hier. Easy. Das heißt, der braucht die nächste Vorstraße noch da unten. Das machen wir wieder so. Und du wirst dann hier so fahren. Ja. Perfekto. Er fährt wieder auf die 1 hier raus.
eingestellt und einmal Gleis 8. Und die da unten fahren irgendwie alle auf Gleis 1. Was ist das hier? DSB, werde geholt, Gruppen, Häfen. DSB, ist das ein Sonderverein oder so? Wenn da noch meine Fahrt hier rein? Ja, sieht nicht so aus, ne? Okay. So, den nicht vergessen. Der fährt auch wieder auf die 3 hier. Bitteschön. Und ich rate ja 12. Jetzt hat er... So, jetzt passt es aber, dass der Richtige losfährt hier. Ja, also ich glaube, ich werde jetzt hier nicht alle 78 Züge hier fertig machen. Das ist mal so ein bisschen zu wiederholend hier. Wenn aber euch die Karte gefällt, dann probiert das natürlich gern aus. Gehen wir davon aus, da kommen noch ein paar Verbindungen von da. Ja, da kommt der nächste Intercity wieder. Aber recht spät, also da ist ein bisschen wenig los. Diesbezüglich kann schon sein, dass das in der Realität auch so ist. Und ansonsten macht man halt hier unten die Ein- und Ausfahrten. Aber die unterscheiden sich alle nicht großartig. Hier oben muss man ein bisschen aufpassen, dass man den richtig schickt. Und der Rest läuft von allein. So grundsätzlich als Karte, würde ich sagen, ist eine schöne Karte. Ist eigentlich ganz gut gemacht. Es ist irgendwie ganz nett, dass es da oben automatisiert ist. Dass man hier nicht alles machen muss. Also wenn das jetzt alles manuell wäre, dann kommst du aus dem Klicken nicht mehr raus. Aber ja, ich denke mal, wir haben es jetzt soweit mal gesehen, was man hier auf der Karte so machen kann. Kann man, glaube ich, ganz gut... Entschuldigung, meine Stimme ist gerade weg. nebenbei laufen lassen. Was sagt ihr jetzt gerade? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.